Eschenbach, Kanton St. Gallen. In diesen Wäldern hat Lars Forster das Biken gelernt. Der 27-Jährige zählt zu den Aufsteigern der letzten Jahre. And it's not over yet, Forster! Digging in deep to go with his teammate. Er ist Europameister geworden und hat das Cape Epic mit dem Nino Schurter gewonnen. Forster on the inside! Ah, oh, Forster takes the lead! I didn't see that coming! He has done it! Letzte Saison ist er dann von einem schweren Sturz gebremst worden. Who's that? Lars Forster. Ah, what a day he's having, and he looks hurt this time. Aber nur kurz darauf hat er seinen ersten Weltcup-Sieg erkämpft. But Lars Forster is going to come up to the line to take his first ever World Cup win. Lars Forster takes it here in Snowshoe. Und heute nimmt mich mit auf seinen Home Trail. Hey, cool, lädst du mich heute auf deinen Home-Trail ein? Gerne. Einer von deinen Home-Trails wahrscheinlich. Genau. Wir sind hier in der Eschenbach und Umgebung. Was ist speziell an dieser Region als Biker oder auch für dich? Ja, speziell oder eindrücklich ist wirklich, wie viele professionelle Biker wir hier in der Gegend haben. Also, das ist schon mal enorm. Sicher ein grosser Teil durch den VC Eschenbach. Und es ist einfach schön da. Hat es etwas damit zu tun, dass es einfach überall so gute Trails hat? Sicherlich. Auf den ersten Blick würde man denken, ist jetzt vielleicht nicht die absolute Bike-Region. Aber man findet eigentlich in jedem Wäldli etwas. Ja. Das ist so, schon sehr cool. Ja. Du hast ja da angefangen, auch als kleiner Bub. Was sind deine Erinnerungen daran? Ja, sicher gemeinsame Ausfahrten mit den Kollegen. Also das schweisst dann wirklich zusammen, also im Veloclub, Club allgemein. Und es war wirklich eine gute Zeit. Gute Zeit auf dem Velo, ja. Gemeinsame Ausfahrt als Kollege. Jetzt bist du Profi. Das heisst, bei jedem Training, bei jeder Ausfahrt ist auch ein bisschen ein Ziel dahinter. Gibt es überhaupt noch Momente, wo du gehst biken, einfach just for fun? Das gibt es natürlich immer wieder. Also im grössten Teil ist es immer noch fun. Klar muss ich mein Training abliefern und mache das, aber es ist immer eine Kombination. Ich meine, wenn ich irgendwo auf den Berg rauffahre und dann bin ich da oben und dann fängt der Spass an, ja, zum Runterfahren. Da hat man immer in jedem Training ein bisschen so seinen Fun. Ja. Ja. Was macht für dich einen guten Trail aus? Ein guter Trail? Schwierig zu sagen. Also ich als Lieber, ich bin nicht so der Flow-Trail-Fan. Es ist cool zwischendurch, aber ich habe noch gerne ein bisschen Wurzeln, wenn man schon einen rechten Lenker muss haben. Ja. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich bin noch eher ein Bike-Anfänger. Hast du ein paar Sachen, die du mir vielleicht noch auf den Weg mitgeben könntest, bevor wir uns hier in den Wald stürzen? Ja, wir können mit dem Einfachsten anfangen, was man immer braucht, Stillstand. Am besten zeigst du es gerade vor und erklärst es. Also eigentlich ist wirklich, zum Üben ist eigentlich noch am besten, wenn man ein bisschen ein Börtchen hat, wo man ein bisschen Druck kann geben mit dem Rad. Dass man so hin und her. Und dann ist eigentlich gut, eben die Füße parallel, dein lieber Fuß vorne. Oh, wenn ich den linken Fuß vorne habe, habe ich eigentlich den Lenker so nach innen gedreht, dass er fast zum Knie kommt, dass da hast du die bessere Balance. Kannst du es auch freihändig? Nicht schlecht, nicht schlecht. Probier es mal mit anfahren, mit ein Stück anfahren. Ah, okay. Ja, was kommt? Es ist eine Übungssache, definitiv. Ja. Du hast es einfach schon mit 3 können. Früh angefangen und dann bleibt es einem, ja. Was können wir sonst noch anschauen? Ja, zu was bist du fähig? Nicht so viel wahrscheinlich.
Komm, schauen wir noch das Letzte an, das Wheelie. Ja, also beim Wheelie ist... Wenn man mit dem Wheelie durch Eschenbach fährt, ein bisschen blöffen. Also noch. Etwas Wichtiges, wenn du es länger machst, ist die Hinterbremse. Mhm. Weil dann gehst du eigentlich wirklich in den Punkt rein, wo dann halt das Velo wieder runterholst. Tiefer Gang, höher Gang? Eher ein kleinerer. Also der, den du rein hast, ist... Schaltest noch einen runter, dann ist gut. Einfach mal versuchen, oder? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Wenn du das beim ersten Mal kannst, dann... Aber gut gerettet. Mir ist jetzt gerade noch mal etwas aufgefallen. Etwas von den etwas schlimmeren Fehlern, was man nicht machen sollte. Also wir mit dem Bike bremsen wirklich nur mit einem Finger. Das ist mal ein Tipp. Weil das ist wirklich entscheidend. Je schneller dass du wirst, je gröber der Trail wird, da bremsen wir nur mit einem Finger. Weil mit zwei Fingern dran, nein, ist der Lenker, kannst du nicht mehr heben. Aha. Also einiges weniger, ja. Darum nehmen wir drei Finger an den Lenker und einfach einen an die Bremse. Also den technischen Teil habe ich vielleicht nicht verstanden, aber ich glaube, für diesen Trail reicht es schon, oder? Ja. Den wirst du meistern, sicher. Sauber. Let's go. Gut. Aber da bin ich definitiv nicht auf den Kränen. Hey, eine riesige Tour, super Trail und nachher am Schluss das Panorama mit einem See. Besser geht es eigentlich nicht, oder? Immer schön, so eine Tour so zu Ende, ja. Wie oft fährst du jetzt effektiv den Trail, wenn du im Training bist? Den Tour fahre ich eigentlich noch ziemlich oft, ja. Also ist so halt Kombination. Ich gehe nachher dann schon noch ein bisschen weiter. Machst noch ein paar Kilometer mehr. Genau. Wie habe ich mich geschlagen? Tipptopp, hast du gut gemeistert. Merci. Ja, es ist eine spezielle Zeit. Es waren keine Rennen momentan lang. Man hat nicht genau gewusst, wo es angeht. Werden überhaupt noch Rennen sein? Wie war es für dich als Athlet? Ja, es war so ein bisschen ein Up and Down. Also man hat immer wieder gemeint, man schafft auf das Ziel hin. Das Ziel ist dann wieder abgesagt worden und dann ist es halt hinterher. Bist halt nachdem, immer nach der Absage, bist du ein bisschen ins Loch hineingehört. Aber also ja, das Loch hineingehört, das ist halt einfach ein kurzer Moment, hat es einem angeschissen. Ja. Aber schlussendlich, wir müssen gleich trainieren, wenn es für nächstes Jahr ist. Ja. Aber ist es effektiv so einfach, ans Limit zu gehen im Training, was du musst machen musst, wenn du nicht weißt, ist jetzt das Rennen wirklich dann und dann oder wird es dann wieder abblasen? Das ist vor allem am Anfang eine sehr Mühe gehabt. Um wirklich die harten Training Vollgas zu drücken. Aber nachher, wo es dann gleich wieder geheißen hat, wir haben so einen harten Weltcup-Kalender, ist es dann eigentlich einfacher geworden. Dann ist das Training wirklich wieder gut gelaufen. Eigentlich bin ich fokussiert gewesen. Und jetzt ist es einfach so, wie es ist. Also, ja, nehmen Sie, wie es kommt. Ja. Gibt es Sachen, die du positiv aus dieser Zeit ziehst? Ja, positiv ist sicher schön, jetzt mal eine längere Zeit daheim zu sein. Also so eine lange Zeit bin ich schon ewig nicht mehr daheim gewesen. Und das ist schon mal schön gewesen. Man hat mehr Zeit gehabt mit der Freundin, der Familie, sonst dann nachher auch. Und ja,
das gibt einem sicher Kraft, wenn es wieder die Zeiten kommen, wo man dann immer weg ist wieder. Ja. Du hast letztes Jahr eine sehr turbulente Saison eigentlich hinter dir gehabt. Wir haben dich können begleiten in unserem Dock, der Weg an die Spitze mit dem Sturz und nachher dem Sieg am Schluss. Ich habe das Video mitgebracht, das ich dir gerne zeigen würde, wo wir deinem Vater gefragt haben, was für ein Typ eigentlich der Lars ist. Hat sich wirklich nicht gross verändert. Er ist ein sehr umgänglicher, positiv gestimmt, eigentlich immer. Sehr ein cooler Typ. Hat das auch in jungen Jahren immer alles so locker angegangen. Er hat einfach den Biss gehabt, was braucht. Und für jeden, der mit einem Bike schon mal einen Berg aufgefahren ist, weiß, wie viel Biss es braucht. Und den Biss hat er natürlich. Ja, hat er sich angeeignet, dass er braucht, um den Berg zu erreichen und zu erklimmen. Was denkst du, dass du hörst von deinem Vater? Ist sehr speziell, ja. Es ist immer speziell etwas zu hören, was über einem ist. Ja. Und vor allem, wenn es noch so eine neue Person ist. Ja. Jetzt haben wir eben letztes Jahr den Weg gehabt mit dem Sturz am Anfang und am Schluss den ersten Weltcup-Sieg. Wie oft denkst du noch das Rennen zurück? Ziemlich oft. Also wirklich gehen wir noch mal zwischendurch immer wieder ein bisschen Szenen rein. Und ja, das haben wir schon viel Motivation gegeben über den Winter zum Trainieren. Und auch jetzt in dieser Zeit konnte ich ein paar Mal das Rennen können denken. Und zum ja, noch mal ihre Erinnerung holen, die Gefühle auch und zum Wissen, für was sie trainieren. Ja. Was hast du jetzt ein Jahr später mit etwas Abstand am meisten aus dieser Saison gelernt? Ja, ich denke, das Grösste war wahrscheinlich schon Zeit nehmen. Also dort nach der Verletzung wirklich einfach wieder runterfahren, von neu anfangen aufzubauen und nicht so schnell wie möglich alles wieder so meinen, es ist so, wie es ist immer noch. Ja. Jetzt hast du 2018 bist Europameister geworden, letztes Jahr hast du deinen ersten Weltcup-Sieg geholt. Was braucht es, dass du regelmässig so Exploit kannst landen? Ja, an dem arbeite ich. Es ist natürlich jetzt klar, meine Konstanz ist von den letzten Jahren eigentlich immer gestiegen. Jetzt, das letzte Jahr war es einfach blöd mit der Verletzung, sonst wäre es vielleicht anders rausgekommen. Aber ja, wir werden es sehen. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil das Jahr ist eine kurze Saison. Aber glaubst du, dass irgendwann die Zeit kommt, wo du regelmässig kannst, ums Podest mitfahren? Das ist das Ziel, ja. Du fährst mit dem Nino Schurter, dem besten Mountainbiker von der Welt, im gleichen Team. Hat man da Vergleich oder das? Ist das ein Vorteil? Weniger eigentlich. Nein, wie gesagt, das sind so ein bisschen Trainingsdaten sind, ja, man kann nicht alles aus den Trainingsdaten nehmen. Also man kann Wert vergleichen und so, aber der eine Teil war vielleicht ein bisschen müder gewesen, hat vorher schon trainiert gehabt, am Vortag oder die letzte Woche. Und das ist dann halt immer wieder etwas anderes, als wenn du voll erholt an ein Rennen hingehst. Ja. Was hast du am meisten an den Rennsituationen vermisst? Ja, einfach den Kampf. Wirklich einfach voll ans Limit zu gehen. Zuschauer, die einem anpeitschen. Und ja, einfach das Feeling, wo du im Flow rein bist, wenn es einfach läuft. Ja. Jetzt wären die Olympischen Spiele in diesem Sommer auch gewesen. Jetzt sind sie mal auf Next Saison verschoben. Was heisst das für dich? Ich denke, bei uns, bei den Velofahrern, klar hat man das immer im Hinterkopf, die Olympiade und es ist das grösste Rennen. Aber wir haben auch andere grosse Rennen mit dem Weltcup, mit der EM und WM jedes Jahr, die auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und klar, hoffentlich finden sie nächstes Jahr statt. Ja. Thema Olympia, da habe ich nochmal ein Video aus dem Doc-Film. Ich sehe ihn schon als Weltmeister, auf jeden Fall. Als Olympiasieger würde mich riesig freuen, das ist schon bald so weit. nein, wäre nicht. Lars glaubt auch daran. Ich glaube an Lars. Und er hat all seine Ziele erreicht, die er angestrebt hat. Und er schafft das. Ja, der Vater glaubt daran, dass du da deine hohen Ziele kannst erreichen kannst. Was denkst du, wenn du das wieder hörst? Ja, es ist speziell. Also ja, es ist auch speziell. Selber sage ich das nicht so einfach so direkt, dass ich das will, aber natürlich, es ist der Traum von jedem Fahrer. Darum trainiert man und darum macht man all die Arbeit. Ja.
Und umso schöner, wenn einem das Umfeld so unterstützt, oder? Genau. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt uns noch einen Sprung in den See verdient, oder? Machen wir doch. Machen wir doch.